Ja, ihr könnt sehen, mit SFS Kolonie ist es nicht vorbei. Ich habe jetzt herausgefunden, woran es liegt. Und das erkläre ich euch gleich. Erstmal einen großen Dank an Shotgun. Shotgun 2 hat mir nämlich hier auf YouTube in den Kommentaren und auch auf Discord sehr geholfen. Und das Problem, das soll im nächsten Update nämlich gefixt werden. Nur leider weiß niemand, wann das Update rauskommen wird. Aber ich habe schon mal eine temporäre Lösung gefunden. Das Problem lag natürlich daran, dass Teile der Basis verschwunden sind. Manchmal der Bohrer, manchmal die Hauptbasis, manchmal auch der Tank und auch manchmal hier die Satellitenschüssel. Das liegt einfach an einer Überlastung von meinem Smartphone. Ja, ist auch nicht mehr das neueste Modell, ein Samsung Galaxy J3 2017, also schon recht alt. Und ich glaube, daran wird sich so schnell leider nichts ändern. Auf jeden Fall habe ich ja gleichzeitig aufgenommen und die Mission gemacht. Und ich habe es auch mal ohne Aufnehmen versucht. Und da hat es tatsächlich geklappt, es ist halt nichts verschwunden. Das heißt, ich werde diese Stelle einfach nicht aufnehmen können. Und ich werde es halt so machen, ich werde es aufnehmen. Dann werden Teile von der Basis verschwinden, aber ja, mit der Kraft von Quicksaves und mit der Kraft von Videobearbeitung kann ich das dann natürlich so aussehen lassen, als wäre nie etwas passiert. Und das machen wir dann auch so. Und ihr seht, ich bin jetzt hier an diesem Punkt. Den Rest der Folge, also der Folge, die ihr gleich sehen werdet, bis zu diesem Punkt habe ich schon letzte Woche aufgenommen. Das heißt, es kann sein, dass ich das Problem noch gar nicht anspreche oder so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch freut, dass wieder SFS Kolonie kommt. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Hier haben wir wieder ein Atlantis 3. Und zwar diesmal mit einer Satellitenschüssel. Und die habe ich auch noch ein bisschen verändert. Die sah nämlich vorher so breit aus mit der Sonne dazwischen. Das war viel zu groß für die Nutzlastverkleidung und deshalb habe ich es ein bisschen verändert. Und jetzt seht ihr es ja auch, die Funktion ist immer noch da, also es kann immer noch hiermit schwenken. Das werde ich euch auch dann zeigen. Und hier haben wir ein strukturelles Teil, wundert ihr euch bestimmt. Wenn das ein Separator gewesen wäre, hätte er sich mit diesem Separator hier verbunden. Und dann hätten wir es nicht richtig durch diese Andockschleuse abdocken können. Das heißt, wir hätten den Separator betätigen müssen. Und dann hätten wir nicht wieder andocken können. Und dann könnten wir auch nicht wieder Treibstoff nachfüllen. Ansonsten ist das eine standardmäßige Atlantis 3 V2. Nichts daran geändert oder so. Und ich würde sagen, plaudern wir nicht weiter und los geht's. Thank you.
Wir sind gelandet mit einer recht harten Landung auf einem Landebein, aber zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Und diesmal ist merkwürdigerweise der Bug gar nicht aufgetreten. Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Und ja, keine Ahnung, was da jetzt nochmal passiert ist. Vorher habe ich es ja schon letzte Woche tausendmal versucht, also gefühlt tausendmal versucht. Und der Bug ist immer wieder aufgetreten. Deshalb war ich schon recht verzweifelt. Der Bug hat halt einfach alles kaputt gemacht. Aber diesmal ist er nicht aufgetreten, was recht komisch ist. Ja, vielleicht bleibt er jetzt auch permanent weg, keine Ahnung. Hier haben wir noch 15%, das schaffen wir locker mit einem Flug. Und der Rest ist natürlich wieder voll, was natürlich sehr schön ist. Und hier sehen die geostationären Satelliten ganz gut aus. Dann gehen wir mal zum Mars. Ja, hier sind die aneinandergereiht. Dann gehen wir mal ein bisschen näher und ich speichere natürlich erstmal ab, bevor hier alles kaputt geht. So. Komm schon. Speichervorgang dauert jetzt gerade ein bisschen. So, jetzt haben wir gespeichert. Und ja, wir gehen mal ein bisschen weiter nach links. Jetzt sind wir ganz links, Moment. Ich würde gern irgendwas dazwischen nehmen. Hier zum Beispiel, das ist der Bohrer. Da ist noch alles. Ihr habt ja auch schon den kleinen Rover da rechts gesehen. Also es ist noch alles da. Und dann gehen wir mal hier zur Satellitenschüssel. Ich speichere nochmal ab. Dann zeige ich euch das, wie man das machen kann. Man kann nämlich aus diesem Zustand nicht mehr zurückkommen. Deshalb speichere ich hier und lade es dann erneut. So, wieder ein langer Speichervorgang. Einfach da in die Mitte, ganz in die Mitte drücken oder ein bisschen weiter höher über die Mitte. Und jetzt können wir das, ja, drehen wir mal lieber in die andere Richtung. Jetzt können wir es schwenken, wie ihr sehen könnt. Und jetzt können wir auch mit der Erde Kontakt aufnehmen. Natürlich hat das Ganze noch keinen Strom. Das kommt dann in der nächsten Folge dran. Aber jetzt könnten wir hier, also von hier aus, Kontakt aufnehmen. Und zwar, ja, vielleicht mit dem da. Ich weiß nicht, ob das genau klappt. Aber eigentlich sind die ja überall verteilt. Dann könnten die das dann empfangen, also die Signale empfangen, das dann Richtung Erde schicken. Zu diesen drei geostationären Satelliten hier. Und die könnten dann die Signale natürlich in Richtung Erde schicken. Hat an sich alles gut geklappt. Ist auch sehr schön. Ja, nächste Folge kommt dann die Stromversorgung dran. Und dann mache ich so eine kleine Rundschau, zeige ich euch alles mal, was wir hier so gebaut haben. Und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.